Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir geben ihm gleich sein Geld, aber erstmal wollen wir wissen, was hat ihn denn in diese Gegend geführt? Hier stürmt's im Zelt, verdammt! Schlechte Gegend! Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Und jetzt gibt's die Kohle. 5.000 geht ja noch. Ich habe eher mit 10.000, 20.000 gerechnet. Ich habe etwas Geld dabei. Reicht das? Es ist ein Anfang. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe. Mal sehen, was ich tun kann. Mal gucken, wo das jetzt ist. Verzauberte Qualität hat ihren Preis, Anfangskosten. Oh, das ist ja direkt hier. Finde eine Spitzhacke. Sehr geil. Jetzt gehen wir auch noch hier ein bisschen Minecraft spielen. Das gefällt mir. Also nicht, dass ich jetzt totaler Minecraft-Fan bin. Im Gegenteil. Aber das ist doch ein kleines, geiles Gimmick. So, will mich eigentlich das Aufnahmeprogramm verarschen? Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die ihr gestern gesehen habt, da hat wieder mein Aufnahmeprogramm nur 45 FPS aufgenommen. Dann habe ich eine Pause gemacht in dem Gespräch mit dem Typ hier und habe dann logischerweise direkt die nächste Folge aufgemacht, die nächste Folge angefangen und jetzt nimmt es mit 60 FPS auf. Ich habe das Spiel nicht neu gestartet, gar nichts gemacht. Woran liegt denn das? Ich meine, es ist eigentlich nicht wirklich krass schlimm, aber es ist, mich ärgert im Moment, Dinge passieren am PC, am Rechner, die ich nicht weiß, die ich nicht nachvollziehen kann. So, müssen wir etwa eine Spitzhacke klauen? Warum können wir denn nicht einfach eine kaufen? Na gut, dann klauen wir eben eine. Ah, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir ein bisschen weiter weg. Ich habe nämlich schon gedacht, das wäre ein bisschen merkwürdig so nah. Okay, das liegt gar nicht auf dem Weg, deswegen gehe ich da dann ein andermal hin. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle Quests machen, die in Richtung Ochsenfurt sind. Einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Ach, mein, ich verliebe mich gerade wieder so krass in das Spiel. Das ist unglaublich. Ich will einfach nur zugucken, ich will einfach nur gucken. Moment mal, ich will mal noch was probieren. Und zwar will ich noch mal gucken... Nee, wir müssen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen höher ist, weil ich will noch mal gucken. Ich habe ja gerade volle 60 FPS, das wundert mich gerade. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Ich würde gerne mal irgendwo erhöht stehen, wo ich ein bisschen in die Ferne gucken kann. So. Oh nein, nicht wieder runterfallen. So. Jetzt will ich mal kurz die... Nee, das war falsch. Will ich noch mal kurz die Weitsicht erhöhen. War, glaube ich, bei allgemein, oder? Objektsichtweite ist schon auf hoch. Das ist schon das zweithöchste. Ha. Ich mach mal auf höchste, mal gucken. Mich wundert es halt nur gerade, dass ich... Ah, okay, da bekomme ich keine volle mehr hin. Und man sieht auch nicht wirklich viel mehr, also es lohnt sich nicht. Okay. Ja, okay, das wollte ich nochmal testen. So habe ich ja auch die ganze Zeit bei Witcher 3 gespielt. Nicht mit der höchsten... Weil das frisst sehr viel Leistung. Sondern mit der... Mit hoch halt, mit dem zweit... Ne, nicht Detailgrad, sondern hier. Mit dem zweithöchsten, das reicht komplett aus. Ja, man sieht quasi keinen wirklichen Unterschied. Okay. Ja, sorry für diese kurze... Na? Unterbrechung im Spielfluss, aber ich wollte das einfach mal testen. Hallo. Hier, das meine ich halt, die ganzen Blüten, das ist halt nur 2D, ne? Das ist halt nur... Das sieht halt aus der Nähe komplett scheiße aus. Aber...
Es würde wahrscheinlich auch besser gehen. Ich gehe aber davon aus, die investieren da nicht so viel Zeit rein und machen das nicht besser, weil von weit weg reicht das ja aus. Und wenn man das halt krasser machen würde, was wahrscheinlich gehen würde, würde das viel Zeit fressen. Und es würde halt vor allem super viel Grafikleistung fressen, was man halt einfach nicht braucht. So, jetzt ist halt die Frage, was war denn jetzt... Ich glaube, das war jetzt als nächstes, oder? Auf dem Weg, der Kräuterkundler. Nee, Quatsch, war hier nicht noch irgendwo... Ach so, das ist bestimmt Schatzsuche. Oder sowas ähnliches. Schatzsuche mit Göttern, Schatzsuche, Katzenschule. Suche nach dem anderen, überfallen wurde. Genau das hier. Ich mache es zwar normalerweise nicht, diese Schatzsuchen, aber das interessiert mich. Ist ja auch ein Expansion Pack extra. So, jetzt müssen wir aber logischerweise erstmal gucken, welche Fragezeichen wir auf dem Weg dahin abarbeiten wollen. Wir wissen schon, dass jetzt hier zwei Monsternester sind und noch was. Monsternester sind zwar relativ schwer, aber... Ich glaube, ich nehme die trotzdem mal mit. Scheiß drauf, ich probiere die mal. Ewiges Feuer. Zur Not gehe ich dann halt später nochmal hin, aber ich würde sie jetzt trotzdem gerne erstmal probieren. Quasi Gegend hier ein bisschen aufrollen. Hier leben ja viele Leute, wie man sieht. Klar, am Wasser ist es nun mal so. Krasses, dunkles Wasser hier, dunkles Blau. Und da will ich jetzt ein bisschen sicherer leben. Das ist hier eine verlassene Fischerhütte. Ne, sieht nicht so aus, okay. Wobei, die Hütte ist auf jeden Fall verlassen, weil die ist zugemüllt mit Zecken. Ich weiß nicht, was drin ist. Vielleicht stinken da alte Fische. So, wir speichern mal. Sieht ganz gut aus, Tränke angeht. Hoffen wir mal, das sind nicht ganz so schwere Monster. Wir haben eine neue Waffe, aber die bringt uns nichts, weil das ist ja eine Stahlwaffe, die ist gegen... Sind das eigentlich direkt drei Monsternester nebeneinander? Nee, das sind verlassene Städte. Die nicht bewacht wird? Die unterirdisch? Ich glaube, die ist unterirdisch, weil hier ist nichts. Müssen wir dann später mal schauen, wie wir da hinkommen. Ich gehe jetzt erstmal die Monsternester klären. Ah, Neckar. Ich glaube, die sind nicht so schwer. Das sind aber halt viele. Ah, der hat sich vergraben, wird gleich rausspringen und uns versuchen zu treffen, genau. Au, 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 pass mal ein bisschen auf. Der hat gebrannt und war verlangsamt bzw. eingefroren. Der hat aber viel Energie. Hält einiges aus. So, da. Erstmal tot. Kleines blaues Mutagen. Ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt looten. Haben eh nur Schrott. Einer ist noch übrig. Wir müssen uns beeilen, weil die kommen ja neu raus. Haben wir ja gelernt. Ach, er gräbt sich ein. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Komm, rennen! Oh, du kannst Schaden nehmen, Idiot. Ist immer so lustig, wie wenig Erfahrungspunkte man davon bekommt. Neckar Herz, Schädel, Klaue, kleine Igniglüte, Monsterfedern. Ja, irgendwie müssen wir da jetzt, also jetzt nicht, aber wir müssen da irgendwie nach unten kommen. Ich wüsste nur nicht, wo jetzt hier ein logischer Eingang wäre. Also entweder hier irgendwo am Wasser oder hier vielleicht. Na, wir machen erstmal das andere Monsternest. Verlassene Städte. Ist eine verlassene Städte nicht eigentlich immer ein... Oder zählt das ganze Gebiet hier als verlassene Städte wegen den Monsternestern? Das wäre eine krasse Kombination. Das hat man, glaube ich, noch gar nicht.
Aber eigentlich ist es ja immer eine Siedlung oder sowas, die halt als verlassene Stätte gilt. Das sind auch wieder Neckar. Es könnte schon sein, dass es vielleicht zusammenhängt. Oh, Glück gehabt. Lustig, dass die solche... solche Knochenhelme aufhaben. Maskenhelme, sorry. Masken. Ja, vielleicht hängt es wirklich zusammen und dann wird das Feld hier wieder... Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Und das Feld wird dann vielleicht wieder bestellt, sobald... die Nester weg sind. Na, sieht nicht so aus. Doch! Krass! Das ist ja geil! Das gab's, glaube ich, noch gar nicht in Witcher 3. Das ist ja super cool. Das ist quasi dann verbunden. Zwei Monsternester und die verlassene Städte. Und jetzt, das war halt echt ein großes Gebiet, glaube ich. Weil das ja auch die Felder waren, wo die ihr Essen angebaut haben. Das ist ja cool gemacht. Sehr geil. Die es halt echt schaffen, selbst in so einer kleinen Erweiterung wie Hearts of Stone, ist ja... in Anführungsstrichen, vor allem für Witcher-Verhältnisse, ist es eine kleine Erweiterung. Für jedes andere Spiel wäre es eine große Erweiterung. Aber selbst da schaffen sie es halt noch so echt neue Sachen einfach auch reinzubauen. Ach, warum haben wir denn jetzt dieses Flickern im Bild? Seht ihr das? Das ist eigentlich immer V-Sync, aber ich habe eigentlich gar nichts geändert. Ja, das ist glaube ich hier. Ne, wo war denn das? Hier. Ne, wo ist denn das? Hä? Allgemein? Hier, V-Sync ist doch an. Es hat irgendwie hat das die Zwischensequenz ist glaube ich kaputt gemacht. Ich guck mal, wenn ich es ausstelle und dann wieder einstelle, ob es dann geht. Ja, das ist mehr auf jeden Fall. Ansonsten müssen wir halt jetzt die Folge damit leben. Vielleicht geht es dann bei dem nächsten. Beim nächsten Intro wieder weg. Ja, ist immer noch da, aber nicht ganz so schlimm. Egal. Würde dir ja gerne helfen, hübsche Frau, aber gibt es jetzt hier irgendwo einen Händler dadurch vielleicht? Hier waren die Nester. Hier haben wir jetzt ein Boot. Ah, gibt es halt keine richtig krasse Siedlung so. Können ja mal Plötze rufen, wenn wir hier ein bisschen rumlaufen. Auf den neuen Sattel, das erste Mal auf dem neuen Sattel fällt mir gerade ein. Ein Bier wäre jetzt genau richtig, ja. Ich würde dir ein Bier geben, langsam. Aber wenn ich dich anspreche und dir ein Bier geben will, wird auf jeden Fall nichts passieren. Naja, hier ist kein Händler, okay. Langsam. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier rüber und dann würde ich sagen, wir arbeiten das so ab hier. So, zack, zack und dann gehen wir hier hin. Das ist ein schöner Bogen, das macht Sinn. Wir sind hier irgendwie durch. Na? Komm schon! Das ist ja doch ein bisschen weiter weg, aber ich sehe gerade, haben wir Wasser... Komm, haben wir Wasser, das heißt, es wird ein kleiner Umweg. Einmal runterkommen. Nicht das optimalste Gelände für ein Pferd. Wo haben die denn Angst? Macht doch gar nichts. Ich steig mal ab, Mäusel, das reicht. Boah, wie lang das Schwert ist. Das ist ja richtig auffällig hinten, nice. Ne? 8:43 Uhr, ist es jetzt tagsüber oder nachts?
okay. Da ist auf jeden Fall irgendjemand. Ich gehe mal davon aus, es ist wieder ein Banditenlager. Höchstwahrscheinlich. Ja, es war so klar. Gibt es nur noch Raubritter? Also das fände ich jetzt ein bisschen blöd, wenn es nur noch Raubritter gäbe. Ah, warte mal, wir rennen doch mal raus. Um ein paar weniger Gegner zu bekommen. Ach so, die haben keinen Bock rauszukommen. Scheiße. Das sind echt viele, ne? Ist auch ein großes Lager. Irgendwelche letzten Worte? Müssen halt auf jeden Fall erstmal scheiß Armbrust kaputt machen. Da ist noch irgendwo einer. Da. Hier, Hexer, Hexer! Ah, ich sehe nix. Stimmt, was ist denn eigentlich mit einer Bombe mal? Überlegener, tanzender Sperren. Gerade wenn die so auf dem Hauben sind und weglaufen, macht es doch Sinn. Die brennen ja immer noch, aber ist halt auch der Überlegene. Der macht anständig Schaden. Wir haben ihn getroffen und er brennt auch. Sehr geil. Der tanzende Stern ist schon geiler. Weil sobald die brennen, greifen die halt auch nicht mehr an, weil sie erstmal mit damit beschäftigt sind, sich zu löschen oder wie auch immer. Oh. Na, wie lange soll ich noch warten? Auf ihn von links. Oh Gott! Hier sind aber viel. Aber zumindest einer ist gleich tot und... Bumm! Verblutet! Der ist auch gleich tot, hoffe ich. Hör auf rumzunerven, du beschissener Armbrustschütze! Ah, sehr geil! Das war wieder so ein Finisher-Move. Jetzt ist der Armbrustschütze vom Armbrustschützen angeschossen worden. Ah, fuck. Oh, Alter, hör auf rumzunerven. Haben leider keine Bombe mehr. Zumindest müssen wir jetzt erst eine neue auswählen im Inventar. Und ich glaube, die anderen sind einfach nicht so geil. Warum kommt denn der so angerannt mit seiner Armbrust? Blut gegen Blut, Brüder. Hier, Hexer, Hexer. Es wird bald vorbei sein. Ach ja, stimmt, das können wir jetzt häufiger machen, weil mit dem Schwert können wir den ja direkt erstechen. Au. Ach so, das kann man nicht blocken, ja, das war ein bisschen blöd. Den nehmen wir mal, Axi. Schön den eigenen Mann erschossen. So, du brennst.
Oh, geil! Woo! Ab 18, Freunde, ab 18. Wer nicht 18 ist, bitte abschalten. Vielen Dank. Endlich wieder mal ein Schwert. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt, das zu kaufen, weil es einfach geil aussieht, diese Finisher Moves. Gott, wir bringen so viele Leute um. Alleine dafür müsste eigentlich schon überall die Pest ausbrechen, weil die ganzen Leichen ja von niemandem weggeräumt werden. Ich durchsuche die bloß, weil ich das Essen von denen haben will. Sonst würde ich mir die Mühe nicht machen. Also einer lebt noch, der ist da oben drauf. Wahrscheinlich ein Armbrustschütze. Eigentlich sollten wir erstmal eine Runde nächtigen, also uns ausruhen, also meditieren. Geralt muss sich nicht ausruhen, damit wir alles wieder auffüllen. Und wir nehmen mal die Fackel. Okay. Was? Warum kann man die ganzen Sachen hier nicht looten? Was ist denn hier los? Oh, da ist noch einer. Das ist doch kein Armbrustschütze. Krass. Verdammt. Ja, ich kann immer nur zweimal angreifen. Ich weiß. Au, au. Boah, die machen verdammt viel Schaden. Schade, dass die immer nur so einen komischen Hammer haben. Ich glaube, die haben nie was anderes. Befehle für Ernst Golds. Ernst, halt dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ein ranziges Gas auf. Und vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt. Habe ihnen gesagt, sie sollten die Gegend auskundschaften, aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen, der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die ihren Proviant nicht wert sind und sie in den sicheren Tod geschickt. Ich weiß, du fragst jetzt sicher, was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen könnten in einem Kampf ein gewaltiger Passivposten sein. Beim letzten Kampf gegen Radovids Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob es diese Flitzpiep überhaupt jemals in den Wald geschafft haben. Wie wäre es denn einfach mal, wenn man die Leute dann einfach entlässt aus den Diensten und nicht umbringen lässt? Oder nicht in den Tod schickt? Naja, wenn sie gegen mich kämpfen, sterben sie auch. Boah, das ist aber ein großer Hase. Also so ein... Ach, das war gar kein Hase, das ist ein Wolf. Oder ein Hund. Ich dachte, es wäre ein Hase. Das sah irgendwie aus wie ein Hase aus der einen Position. Ich bin dumm. Oh, und hier ein Gefangener, der gestorben ist. Das ist irgendwie auch traurig. Wahrscheinlich verhungert oder so. Gnomischer Quirr. Und der hier ist auch tot. Verbesserter Mondstab. Können wir eigentlich... Na, wo ist denn die Alchemie? Ja. Bärenarmbrust. Erforderliche Zutaten. Nur Waffenschmiede können Waffen und nur Rüstungsschmiede können... Ja, ja. Alchemie, können wir eigentlich durch Zufall eine bessere Bombe bauen? Verbesserte Dimeteriumbombe. Setzt eine Wolke aus Dimeterium, welche magische Fähigkeiten? Verbesserter Mondstaub erhält die Monster vorübergehend an Transformation hindern, okay? Ne, schade, ich hätte nämlich gerne. Friert Gegner ein. Setzt eine Gaswolke frei, explodiert. Friert Gegner ein, Schläge bewirken bei Haha. Setzt eine Gaswolke frei, überlegener Mondstaub. Hä, was ist denn mit Kartesche und sowas? Verstehe ich gerade nicht. Naja, egal. Ich hätte zwar auch andere Sachen jetzt bauen können, aber bevor ich dann wieder seltene Zutaten dafür verschwende, lasse ich es lieber. Ich würde sagen, wir machen hier auch erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.